Hallöchen, ihr Lieben. Wie ihr seht, habe ich bei Ideen mit Herz eingekauft. Ja, ist ein kleiner Haul für euch. Und als allererstes habe ich mir diese kleine Schneidmatte gekauft für 1,95 Euro. Finde ich ganz praktisch. Ich habe noch so eine riesengroße, um Stoffe zuzuschneiden, aber die kleine ist hier für den Tisch, dass man mal was schneiden kann, eigentlich ideal. So, dann habe ich mir diesen Prägestift in XXL gekauft für 2,95 Euro. Ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, was man damit will. Aber ich habe auch von Ideen mit Herz solche Plastikfolien. Die macht man über einer Kerze warm und dann kann man die von hinten so prägen, dass es so ein bisschen 3D-mäßig aussieht. Schon ein bisschen eingestaubt. Und dafür ist das natürlich ideal. Damit kann man das schön ausarbeiten. Hoffe ich jedenfalls. Ich kann es euch ja mal zeigen, wenn es euch interessiert. Dann schreibt mir mal in die Kommentare. Dann zeige ich euch mal, wie das so im Ganzen funktioniert. So, hier habe ich schon mal auseinandergebaut. Na, jetzt fällt hier alles runter. Ich habe mir einmal so ein Vario-Fensterbogen gekauft für 50 Cent. Da habe ich mir gedacht, wenn man den auseinanderschneidet, so für Mini-Alben, ist es bestimmt ganz schön. Und für 50 Cent habe ich mir gedacht, probiere ich es mal. Das war hier unten noch mit dran. Von Herzen alles Gute. Ja, probiere ich mal aus. Dann gab es noch diese Schatztruhen, auch für 50 Cent. Da habe ich mir gedacht, da mache ich mir eine Vorlage für. Und dann kann man die bedrucken oder mal gestalten, wie man mag, auf Pappe mit, weiß ich nicht, hier Designerpapier oder so. Ist bestimmt auch ganz niedlich als kleine Geschenkverpackung. Ja, eine gleich für mich zum Benutzen und eine, da werde ich mir eine schöne Vorlage von machen. So, dann habe ich mir noch gekauft so eine Strassornamente. Die haben 1 Euro gekostet. Da sind 50 Stück drin. Da sind verschiedene Blätter drin. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Und blendet nicht so sehr. Die fand ich ganz schön. Die mussten mit. Dann ein Schwamm zum Putzen. Nee, der ist für diese Strasssteinchen. Wenn man Schablonen dafür hat, um die aufzubügeln, dann kann man mit diesem, dann kann man die Strasssteinchen auf diese Schablone schmeißen, mit diesem Schwamm rüberwischen und dann bleiben wirklich in jedem Loch nur ein Steinchen übrig. Probiere ich mal, ob das wirklich funktioniert für 50 Cent, weil sonst lege ich meine immer einzeln mit einer Pinzette auf. Vielleicht kann ich mir damit ein bisschen Arbeit sparen. So, dann habe ich hier noch diese Gartenzäune. Da sind 10 Stück drin. Die haben auch 50 Cent gekostet. Ist alles da im Sale gewesen. Und da habe ich mir auch gedacht, so für Mini-Alben kann man da unten so rein und vielleicht noch ein Foto hinter oder ein paar Tags. Mal gucken, da fällt mir bestimmt auch was für mit ein, aber für 50 Cent konnte ich natürlich wieder nicht Nein sagen. So, dann was ich immer bei Ideen mit Herz bestelle, das sind diese Stifte wie Fineliner, Permanent Maker, also wie Edding-Stifte, haben jetzt im Sale 50 Cent gekostet, einer. Und die sind ganz, ganz schmal. Das Papier hier. So, weil ich gerne wie die liebe Liebesfuchs so ringsrum diese Striche zeichne. Und dafür ist der ideal. Also der ist wirklich ganz toll. Man muss nur beim Zumachen aufpassen. Da ist vorne nämlich noch so eine Führungsschiene drin. Den ersten, den ich mir gekauft habe, habe ich mir natürlich gleich kaputt gemacht, weil ich mir die Spitze umgebogen habe. So, dann habe ich mir gekauft einen Stanzer für 4,95 €. Damit kann man solche Sachen ausstanzen. Sowas, sowas. Und aus diesen kann man kleine Röschen machen. So. Naja, noch nicht so schön. Ich bin noch am Üben. Aber ich habe mir gedacht, weil ich ja so kleine Röschen immer ganz schön finde, kann ich mir die selber machen.
Ein größer konnte ich mir leider nicht leisten, aber für 5 Euro habe ich gesagt, für kleine Röschen darf der auf jeden Fall mit. Dann habe ich mir Styroporkugeln gekauft. Eine Packung hat 1 Euro gekauft und dazu die passenden Schrumpffolien. Guckt mal, könnt ihr das sehen? Die Gesichter, sind die klasse? Da kann man schön Engelchen basteln oder kleine Figuren, Püppchen. Hat man auf jeden Fall schon mal die Köpfe dazu und kann alles andere für Tontöpfe. Ich fand das genial. Das musste ich unbedingt haben, weil Schrumpffolien mag ich ja sowieso. Dann gab es so ein Angebotsset für 5 Euro. Und zwar dieses hier. Das sind alles Acrylfarben. Ups, in einer schönen Größe, finde ich. Für so Kugeln zum Anmalen. Einmal in Tannengrün, in Creme, in Pink, in Gelb, Azurblau, in Hellblau, in Mandarine, in Brombeere, in Koralle und in Dunkelbraun. Damit kann man dann zum Beispiel solche Kugeln vorher anmalen oder oben was rausguckt als Haare. Bisschen verschönern. Für 5 Euro hat man eine gute Auswahl an Farben. Dann habe ich mir noch dieses Set bestellt. Das sind Gartenkugeln, 10 cm Durchmesser mit Holzstäben für 8,50 Euro. Die Stäbe sind allerdings nicht allzu lang. Da werde ich mir wahrscheinlich noch andere kaufen müssen, wenn ich es für den Garten haben will. Und dafür sind die Farben natürlich schön. Kann man schön anmalen und dann die Schrumpffolien oben drauf machen. Mit Pfeilchen habe ich mir einmal gekauft für 2,50 Euro. Da sind jeweils 2x3 Designs, also 6 Stück sind drin. Und haltet euch fest, die Rosen. Sind die nicht klasse? Oh, ich liebe sie. Oh, die sind so schön. Die habe ich schon mal in kleiner gehabt. Für kleinere Kugeln. Ja, und für drin. Aber jetzt wollte ich mir mal welche für den Garten machen. Und ich finde sie einfach ganz toll. Ja, das war's eigentlich. Eigentlich ist gut. Ach nee, ich habe noch, meine Schwiegermutti hat sich bei QVC solche 12er-Kugeln im 5er-Set gekauft mit so einem Solarstab. Also die ist dann zum Leuchten. Und dazu gab es auch nochmal Schrumpffolien und zwar 2x diese Schmetterlinge und diese niedlichen Tiere. Marienkäfer, eine Biene, nochmal Marienkäfer mit Schnecke, hier oben mit Schmetterling. Und da ihr das 5er-Set zu groß und zu teuer war, da haben die 5 30 Euro gekostet. Haben wir geteilt. Ich habe ihr 2 davon abgenommen und habe nochmal 10 Euro dafür bezahlt für die beiden. Da freue ich mich schon drauf. Wenn die fertig sind, kann ich sie euch ja mal zeigen im Craft-Update. Und dann kann ich meinen Garten wieder beleuchten. So, das war es erstmal wieder von mir. Ach so, ich habe hier auch noch so kleine Blüten gebastelt. Aus so lufthärtender Modelliermaske von Teddy. Da mache ich euch noch ein DIY zu. Da mache ich nämlich noch ein paar mehr. Da will ich nämlich einen Blumentopf draußen im Garten mit verschönern. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Also, bleibt dran und ich wünsche euch was. Tschüss, eure Grobi.